Daniel hat noch nicht nach Linz, sondern nach Dortmund, aber das fährt an Linz vorbei. Na super, jetzt war ich gerade in Okay. Dortmund. Oh Gott. Da lenkt er aber langsam. Ich habe das Schiff langsam eingestellt, glaube ich. Sein ist halt wegen außerhalb. War ich richtig? Ich würde anhalten, um zu sehen, ob ich richtig fahre. Wisst ihr, was ein richtig geiles Autorennspiel für Hey uns Daniel, wäre? Daniel, fahr doch los. Nach Dortmund ist eine ganz schöne Strecke. Nächste links. Vince, das machen wir eigentlich so zwischendurch. Wir haben eigentlich momentan eine große Palette, was wir so ab und zu anspielen. Bei mir funktioniert das H1Z1 zum Beispiel wieder. Da haben wir jetzt losgezogen. Ark ist momentan so eins der Serie, was hier gespielt wird. Minecraft nach wie vor. Dann haben wir hier Truck Simulator seit heute. Payday 2 haben wir zum Beispiel. Stimmt, PD2 haben wir ja auch. Also was Games angeht, wir haben eigentlich viel zu viel Games, als dass wir momentan zocken irgendwie. Sehe schon, wir bleiben jetzt erstmal auf dem Truck Simulator hängen. Nee, was wollte ich sagen? Ein Autorennspiel. Wow. Kennt einer von euch noch das Hast du Destruction Linz? Derby? Klar kenne ich noch das Destruction Derby. Da gibt's auf Steam gibt's auch etwas. Dirt Showdown hieß das. Showdown 2, glaube ich. Und das baut genau auf Destruction Derby von damals auf. Danke Daniel, vielen, vielen Dank. Das wäre mal ein richtig geiles Game. Echt? Das habe ich Das jetzt im zeitlang Multiplayer wäre gezockt. richtig geil. Ja, das gibt's im Multiplayer, ohne Scheiße. Und Es da, gibt auch dieses Rack Day oder wie das ja, das heißt, habe oder ich, das was? habe ich auch. Echt? Und? Jetzt könnte ich einen Kredit von 400.000 aufnehmen. Da kam heute zum Beispiel ein Update von 2, noch was Gigabyte raus. Links. Und da müsste ich das nochmal antesten. Die haben da wohl einiges an Models und Co. überarbeitet, an Crash, Kollisionskursen und sowas. Retro, du hast die Kniescheibe rausgehauen. Ja, okay, das ist wirklich krasser als das, was ich hier habe. Sag mal Linz an langsam. Walk in the Dark hieß das Horrorspiel. 1 bis 4er Koop. Und wo gibt's das? Ist das ein eigenes Spiel oder ist das eher eine Mod von irgendwas? Doppeltes Risiko. Also meine Zeit läuft runter, ja. Ich werde dafür den Auftrag kein Geld verdienen. Yo, Vincent, hau rein. Viel Spaß bei der Dann fahr doch schon Arbeit. mal los. Ich habe noch ein einziges Dings hier. Das ist. Chance wäre ziemlich gering, dass ich hier was krieg noch. Ja, der fährst du leer mit. War schnell leer mit. Wollen wir uns jetzt splitten oder was? Was denn? Keine Ahnung. Ah, das ist eine Blödsinn. Mod in Arma 3, ist nur 6 bis 7 MB groß. Wie ist denn das aufgebaut? Ist das so wie Damage oder keine Ahnung was? Oder wie funktioniert das? Oder ist das einfach nur eine Horror-Map für Arma 3? Für Arma oder Arma 3? Ist die Frage. Gibt es den Simulator auch für Konsolen? Das kann ich dir gar nicht sagen. Oh, ich hab was. Kreuz, Kreuz, Kreuz. Scheiße. Bratislava habe ich. Brno, Graz, Graz, Wien. Wirst lachen, weißt du, was für ein Simulator es für Konsolen gibt? Was? Gib mal. Landwirtschaftssimulator 2015. Echt? Jo. Also nach Österreich kenne ich fahren halt, ne? Super. Ich kann von Graz nach Graz fahren und dann vielleicht. Nehmen das mal an. Wandern los. Ich glaube, jetzt hat mich einer Mit reportet. gesplittert meine ich, dass mehrere Teile der Kniescheibe abgebrochen sind. Und Na, jetzt im Wasser, das was sich in der Knie stellt, rumschwimmt. Oh Mann. ich fahr jetzt los, ja, Ja, weil fahr los. Zeit halt. Ja. Das ist böse, das ist richtig böse. Ja, das was ich habe, einen Scheißdreck dagegen, das stimmt wohl. Es ist ja nicht wirklich schlimm, mein Finger, da tut halt ein bisschen brieseln so, ne? Vorhin beim Schirm gefahren, 12% Schaden. Ist halt bloß immer, wenn ich halt klick mit dem Finger, ist halt genau da, wo man klickt halt, ne? Das ist halt ein bisschen nervig. Okay, das ist Arma 3, ist eine kleine Geschichte mit Horror-Sound und so weiter. Da gibt es viele so kleine Horror-Geschichten, die man auflösen muss. Okay, und das kriegt man über den Workshop oder ist das eine Seite, wo man den Mod runterladen muss? Das ist ein Dings. Muss da so ein komisches Ding ziehen dafür. So ein Launcher. Okay.
Bei Du so musst deswegen ein Horror-Maps? Jahr nicht in der Schule wegen der Kniescheibe, krass. Job Du musst Workshop es ist dann aber das. nachholen. Klingt auf jeden Fall interessant, aber das Risiko. Weil für so Horror-Maps bin ich jetzt seit Damit irgendwie total scharf drauf. Es macht irgendwie total Damit Spaß. ist richtig geil, ne? Ja, Also ja. ohne Scheiß, dass ich da schnell den 20er, den 4er-Pack gekauft habe, war echt gut. Weil das Spiel ist echt geil. Und ich freue mich so drauf, wenn Albert aus dem Urlaub wiederkommt und wir sagen, los, wir zocken eine Runde. Das wird so stark. Dann spielen wir das zu fünft. Das wird richtig geil. Wird aber ein anderes Monster, okay. Das wählen wir am Anfang aus, dass Albert nicht das Monster, sondern Romy hat. So. Um mir gleich richtig zu schocken. So, doch, das wird geil. Das machen wir so. Vorbei, da gibt's doch Ingame-Voice, ne? Echt? Weiß ich nicht, ist halt die Frage. Jetzt stell dir mal vor, ich gehe in den anderen Channel und laufe euch als Geist hinterher und betätige die ganze Zeit den Ingame-Voice. Und ihr hört da immer so eine scheiß Stimme von irgendwo. Müssen wir mal probieren, was da alles für Möglichkeiten gibt. Okay, die kleinen Karten kann man im Workshop laden. Nur so Sachen wie Overpoch, Emot musst via Launcher spielen, okay? Under the Rain, also das Spiel gibt es zurzeit für 8 Euro für das, was ich mal gekauft habe, so schnell. Robin hat gibt das bestimmt einen zu. Venom hat gestern 14 bezahlt, glaube ich. Es gibt aber eine Seite, wo es auch für 8 gibt. Wie wir das machen mit dem Zusammenspielen, es gibt eine Community, die zwei Multiplayer-Server zur Verfügung stellt oder die halt gemoddet, zurecht gemoddet hat, so, und auf denen spielen wir halt, wie halt jeder machen kann. Also kann jeder halt drauf joinen, so. Man muss das Spiel halt im Steam haben, sonst funktioniert es, glaube ich, nicht. Daniel, bist du gerade an mir vorbeigefahren? Kann das sein? Ach du Scheiße. Bist du auf der Berufsschule? Also ich lese mal vor, was Retro Haze geschrieben hat. Mit der Kniescheibe, ne? Bin auf der Berufsschule, also juckt nicht. Vor allem hab eine Woche davor eine Ausbildung angefangen. Tja, die kann ich jetzt vergessen. Aber das finde ich auch Ja. totale Scheiße. Und du bist irgendwie unverschuldet irgendwie so ein Unfall gekommen, ja, wo irgendwas am Arsch ist und dann kannst du eine Ausbildung vergessen, dass die nicht einen die Hatte ich Chance ja. geben, ne? Bei mir war es ähnlich. Ich hatte einen Lungenriss im ersten Lehrjahr und war zwar nicht das ganze Jahr zu Hause, aber ich glaube 4 Monate oder so. Und da haben sich bei mir schon rumgestritten, ob ich das Jahr wiederholen soll oder nicht. Krass. Ich Äh, finde die sowas Seite heißt krass. MMO irgendwas, aber vielleicht gibt es bei G2A, das ist auch billiger. Lungenriss, okay. Ja, ich hatte einen Lungenriss, genau. Ja, da habe ich ja jetzt Schiss vor, ne? Da ist nämlich meine Befürchtung, dass ich mich morgen durchchecken lasse. Oder Ich jetzt die kenne einen, bei Tage. dem, ich kenne einen, bei dem ist der linke Lungenflügel kollabiert. Ja, bei mir auch. Bei mir ist der rechte Lungenflügel zusammengefallen. Er ist Zusammengefallen. gerissen und dann ist es zusammengefallen, ja. Dann mussten die das wieder ankleben und sowas. Ja. Ja, das ist so. Wir haben es bei mir Das war es. passiert bei, haben sie gesagt, viel bei so 30-Jährigen, die sehr, sehr dünn sind und so. Genau. Du wächst schneller als deine inneren Organe, genau. War bei mir genauso. Was heißt zusammenkleben? Die pappen dir, die stechen dir ein Röhrchen durch den Brustkorb und ziehen da die Luft halt wieder raus und dann bläst die halt morgens wieder auf. Oh, ich sehe gerade, ich fahre 104. Okay, doppeltes Genau so Risiko. heißt die hier. Under the Rain, genau so heißt sie. Doppeltes Risiko schreibt gerade, es gibt auch zum Beispiel so Silent Hill Mods, wo versucht wird, die Geschichte zu erzählen. Okay. Ja, was das Thema Lunge angeht, das ist ja das, wo ich jetzt momentan ziemlich Schiss vor habe, ne? Weil, wie gesagt, ich bin Montag arbeiten gewesen und habe auf einmal so eine Luftnot gehabt, dass ich weiß zwar, dass ich Asthma habe, ja, aber Deine Lunge hat sich selbst mit einfach nicht Asthma. richtig erholt. Ja, aber Einfach jetzt ganz alles, denke ich ehrlich, es mal. geht denn jetzt in die 5. Woche? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch Ja, aber unnormal, guck mal mich an sowas. oder meine Frau. Bei uns ist es zwar nicht so krass gewesen jetzt wie bei dir, also dich hat es halt richtig erwischt, aber wir haben mit der scheiß Sommergrippe auch noch zu kämpfen. Aber ist schon Wie heftig. Also gesagt, macht man sich schon seine ja. Gedanken, ne? Besonders Ja, jetzt, klar. wo halt noch hinzukommt, den Flur hat mir meine Freundin heute ins Ohr gesetzt. So von wegen, ja, durch diese ganze Müdigkeit, die ich in letzter Zeit habe, könnte es natürlich auch sein, dass meine weißen Blutkörperchen dann mir noch einen Strich durchmachen. Oder wie ihr halt sagt, so Eisenmangel oder sowas.
Ja, und das geht halt ziemlich auf den Nerv. Besonders wenn du jetzt, sage ich mal, ein paar Wochen krankgeschrieben wurdest. Immer der Verdacht auf Bronchitis, da hast du nicht gesehen. Und jetzt wurdest du mal gerönt, weißt du. Und jetzt auf einmal kommt das Thema von der ganz anderen Seite her, weißt du. Wo ich denke, boah, ey, du hast mich Antibiotikum und Co. schlucken lassen. Ne, und jetzt ist das was ganz, ganz anderes. Und das wird dann immer, immer weiter in Länge gezogen, weißt du. Das ärgert Man mich sollte trotzdem halt. nicht so viele Gedanken machen. Dich hat es halt eigentlich richtig erwischt, so in dein, und du brauchst halt dein Stück noch, um das auszukurieren. Ja, ich mache mal halt aus vielerlei Wo Sichten fährst du denn Gedanken, jetzt ne? überhaupt hin, Loro? Versuch ja seit 10 Minuten einzubeugen, ich krieg's gerade nicht mehr hin. So wie ich eben. Ich mache mal halt von vielerlei Seiten Gedanken. Das ist einmal was das Geld auf Arbeit angeht. Ich meine, ich kriege zwar ein Grundgehalt, aber alles das, was ich an Überstunden kloppe, ist halt mal Mehrverdienst, ne? Was man sich immer auf Seite haut. Jetzt geht's auch bald in den Urlaub und da ist man halt über jeden Groschen froh, so ungefähr. So, und ja, was denkt denn der Arbeitgeber? Ich meine, okay, das haben sie mir jetzt vorgestern gesagt, was sie davon halten, dass ich halt noch nicht fit bin, was mache ich hier? Aber doch, so ein bisschen Gedanken macht man sich dann halt, weißt Backt das hier oder was? Jetzt backt's auf einmal, bloß weil du den Hänger nicht rinkriegst. Nee, ich kann ihn nicht mal anhängen. Ich kann den Vertrag nicht abschließen. Soll den anhängen, geht aber nicht. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass Daniel nicht hinterherkommt hinter mir. Das wäre der Punkt, wo du jetzt sagen müsstest, ja, Daniel, einen teuren LKW haben, aber nicht hinterherkommen. Ich fahre auch 507. Aber ich muss jetzt ab und ich denke mal, er wird gerade auspreschen. Oh, bleib stehen. Oh, boah, das war knapp. Wie war das F7 nämlich abschleppen lassen? Hilft halt alles nix. Jetzt mach ich mal so. Wollte erst Maler werden. Das zu erklären ist ziemlich, ist nicht so einfach. Es gibt ein YouTube-Video, du musst mal, das ist das Beste, was du machen kannst. Du suchst dir einfach auf YouTube, gib da einfach mal ein ETS, also ne, Euro Truck Simulator 2, ETS 2, Multiplayer. Und dann findest du ein Video dazu, da kriegst du das erklärt. Weil, wie gesagt, das ist nicht ganz so einfach. Es Sagen wir mal ist so, dass eigentlich schon einfach. Du kommst auf eine Seite drauf, wo du dich anmelden musst mit deinem, genau. indem du dich mit anmeldest mit deinem Steam-Account, den verlinkst du im Endeffekt damit, weil die halt auf dein ETS-Profil drauf zugreifen müssen, damit der Server damit arbeiten kann. Mehr ist es nicht. Du kriegst eine eigene Exe aufs Desktop, musst dir ein kleines Programm halt runterladen, wo du eine eigene Exe kriegst. Das ist 10 MB groß. Und dann klickst du halt nur noch über die Exe und bist halt im Multiplayer. Ja klar, Ja, ist aber nee, du halt ein musst. bisschen mehr als einfach nur aufs Spiel zu starten, Multiplayer zu klicken. Wollte ich gerade sagen. Also das Erklären ist schwerer, wie es nachher auszuführen. Problem ist, wie gesagt, du musst Ja. dich halt auf der Seite registrieren, musst halt dein Steam-Konto mit dieser Seite verknüpfen, so ungefähr. Dann kriegst du den Klienten. Du musst den Klienten aber bei der Installation sagen, wo dein Euro Truck Simulator-Ordner ist. Und damit fängst du ja schon an, weißt Der liegt im Ja. Steam-Ordner. So schwer ist es nicht. Ja. Wie gesagt, kommt halt drauf an, ne, wie weit man halt ist. Ja, aber da wuschelt man sich auch durch, das findet man auch. Ja, klar, aber wie ich gesagt, mit dem YouTube-Video einfach hier machen und klicken und das ist halt das Ja, na Einfachste. klar. Glaube, der Typ hat genauso einen Bug wie ich. Kann den auch nicht abgeben. Ich bin jetzt schon wieder in Linz. Danke, danke dir natürlich auch. Gute Besserung, dir natürlich auch. Ja, komm. Und Tee. Jawohl.
FM, Level 6. Ein hohe Level. Kann ich jetzt eigentlich eine freie Fahrt machen? Ja. So, wer fährt denn jetzt von euch wohin? Ich bin in Linz. Lora hat es ja verkackt Linz. irgendwie. Der ist immer noch in Graz. Könnte ich jetzt mein Navi irgendwie Ich kann ihn hier stellen? nicht abgeben. Könnte ich jetzt mein Navi irgendwie stellen, dass ich jetzt, sage ich mal, nach Linz fahren will oder so? Aber willst Ohne du auf dem Server einfach, aber wo? sind jetzt, glaube ich, irgendwas an die 1000 Leute, glaube ich. Ja, 2000 oder 2500 war, glaube ich, maximal. Ich weiß auch nicht mehr, ne? Ne, Irgend 3.500 war sowas. maximal. 3,5? Scheiß Ding nicht Hört eingeparkt, Alter, sich könnte doch halt stehen. viel an, aber im Endeffekt, die Welt ist auch riesig. Da kommt halt noch drauf an, Ja. wie viel DLCs hast du, weil gibt's ja East, ich glaube Nord gab's noch und sowas. Ja, und es kommt erst ein neues DLC raus. Deswegen werden viele dort rumfahren. Das Kunde hat das gleiche Problem gerade gehabt hier mit dem Quest. Also mit der Fahrt. Scheiße, ich glaube, man kann das Navi nicht einfach so stellen. 283 sind gerade drauf. Halb gerade jemand. Auf Euro 1. So. Nee, es gibt kein Freundessystem in dem Spiel. Ja, toll. Miserabel. Klasse. So, pass auf, jetzt stehe ich hier noch ein Stück vor, nicht wie vorst. Okay, es wird wieder gelb-weiß. Ich probiere das jetzt. Weh, ich krieg den jetzt nicht abgeladen. Ach gut, jetzt ging's. Ich stehe jetzt in Linz. Von Hamburg nach Na gut, ich kann ja Frankfurt. probieren. Fährst du ja nicht mal weiter jetzt, ne? Ja. Berlin hätte ich was. Berlin, 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 Rostock. Ach scheiße, ich hab's da falsch angeklickt. Ich sehe überhaupt keine Aufträge, also ich kann nur Graz, auf. Graz, Graz. Graz, Graz, Ich muss Klagenfurt, alles Klagenfurt. abfahren, um die Aufträge zu gucken. Nach Linz kann ich jetzt kommen, wenn du es willst. Na dann mach. Ja, in Linz sind erstmal auslocken oder wie? Würde ich sagen, oder? Und dann gucken, dass wir jetzt, wenn wir das spielen, dass wir mit Robert irgendwie zusammentreffen. Ja, du musst Romiat Ja, nach wenn ich jetzt Linz. wüsste, wie ich, sage ich mal, einfach bei der freien Fahrt das Navi stellen könnte, dass ich nach Linz komme, wäre das kein Thema. Möchtest du die Garage wirklich kaufen? Nein. Okay, einfach ging's nicht vor. Du musst dir ja kein Navi stellen. Daniel hat noch 700 Kilometer vor sich. Ja, aber irgendwie muss ich mir doch den Weg setzen, dass ich nach Wo Dings bist du? komme. Wo bist du denn? In Hamburg. Ja, dann guck doch. Ich meine, du brauchst doch bloß nach der Autobahnschilder fahren. Mehr oder weniger. Das Gut, ist doch komische naja. scheiß Anhänger. Musst von Hamburg aus einfach drüber nach Berlin. Dann fährst du runter nach Dresden. Dann fährst du nach Prag. Und dann musst du dann sowieso Landstraße fahren. Über nach Linz. Also wollt ihr euch jetzt in Linz treffen? Er kommt jetzt von Graz zurück, Linz. Und in Linz auslocken. Genau. Ich Werde ich mal weiß nicht, versuchen. gibt's hier in Für Linz 10 Euro irgendwie. kann man auf jeden Fall nicht meckern, ne. Hier in Ist Linz ganz irgendwo witzig was, so. wo man sagen könnte, das ist ein Punkt, wo man sich treffen kann. Was weiß ich, irgendwie. Hotel oder irgendwas, ich glaube, zum Auto. Soll der LKW hier sein? Ja, vielleicht vorn? Der Anhänger? Ja, entweder Linz an der Werkstatt auslocken oder Linz am Hotel auslocken. Gold an der Werkstatt. Das ist Wurst. Ja, fahre ich an der Werkstatt. Ich werde gleich mal gucken. Auto auch ganz ist. Wow. Dim, 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 Das war der dim, dim. Lack. So, da ist ein Schild. Wo muss ich mich denn halten hier?
Ja, ich fand den auch ziemlich gut mal. Kiel nach Österreich, nach Bremen. Vor allem Szene Mannheims, Kiel aber Hannover. Ja, du kannst ja seitdem gleich er den. kannst du nach Österreich gleich Fracht mitnehmen. Kannst ja gucken, wenn du irgendwas hast. Nee, habe ich Unterwegs. nicht. Das nächste wäre nach Frankfurt am Main. Aber ich muss Gibt es schon mich nicht Plan, wann ja Kiel. wieder, wenn wir das wieder zocken? Ich glaube, so wie die zwei ja klingen, sind sie ziemlich angefixt. Also es kann sein, dass Österreich, es jetzt Bremen. erstmal ein bisschen Das öfters passiert. kann nicht sein, das wird Moin sein. Reicht ja schon, dass ich über den Tag, Bremen. das reicht ja schon, dass ich über den Tag nicht spielen kann, weil Loro nicht da ist. Also muss er Moin Abend dran glauben. Ob man andere LKWs auf dem Navi sieht, ne, sieht man nicht. Leider nicht, nein. Es ist schon ein Wunder, dass ein reines Singleplayer-Spiel eigentlich eine Multiplayer-Funktion hat, dass sich eine Community dahingesetzt hat und Ist echt krass, ne? Vor allem das für da, dass eine das Community gemacht hat, ist echt ganz geil und geworden so. die Map ist auch neu gemoddet, also du kannst hier auch nicht, wir fahren auf einem begrenzten Server, also wo mehr oder weniger Regeln sind, du kannst in der Stadt nicht schneller als 60 fahren zum Beispiel und sowas alles. Ja, die Das ist Leute, die das halt ja gemacht haben, sind echt, kann man nicht meckern, ja. Respekt, also ziehe ich einen Hut vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Dafür Arbeit dahinter steckt. Ja. Vor allem so einen Server am Laufen zu halten mit so vielen Leuten, ne? Reparatur, warte und guck mal. Das muss ich auch noch Motor machen. 3%, Getriebe 2%, Fahrwerk 6%. Boah, Aber das müssen wir Reparatur. erstmal nochmal Kippen holen jetzt. So. Warte nochmal. F, gut. Ausrüstung. Bis gleich. Jo. Na toll. Cooler Flasche umgeschmissen. Super. Der. Solange sie zu war, nicht wie bei mir damals über den Laptop gegossen ist, ja. Aber ein lustiges Schauspiel. Alle Tasten rausholen, alles reinigen. Da ist er wieder. Da ist gerade eine Reihe von 20 Trucks an mir vorbei. Was ein geiles Bild. Ich habe mal auf YouTube habe ich gesehen, dass da ziemlich viele russische Spieler Riesenkonvois machen, so mit 30, 40 LKWs und so. Dass sie sich da immer verabreden und dann. Ausmachen den Scheiß, Ich würde das auch geiler finden, wenn wir halt permanent im Dreierkonvoi fahren. das Problem ist halt, ne? Siehst du, mit den Aufträgen ist halt immer schwer. Ja, aber es ist bis jetzt bei uns beiden immer machbar gewesen. Ja. Sag doch einfach ja, Romer, du Affe, du treibst mal Keil in die Nein. Gruppe. Ja, wo mir halt wieder freie Fahrt hören, ey. Ja, nicht einen eigenen LKW nehmen, könnte ja dreckig werden. Kann man ja nicht wie bei Farming Simulator Ja, abspritzen. richtig. Fand ich so lustig. Es gibt auch diese Feuerwehrsimulatoren, ne? Wo du auch dafür Sorge tragen musst, dass wenn du vom Einsatz nach Hause kommst, dass die Autos sauber gemacht werden. Total bescheuert. Da musst du dich echt mit so einem Hochdruckreiniger hinstellen und das Auto sauber spritzen. Wenn sie es wenigstens so gemacht hätten, dass du wirklich drum rumlaufen musst bei dem Farming Simulator, ne, dann hätte ich es ja verstanden. Aber einfach nur sich vorne hinzustellen, abzudrücken und einfach zu warten. So, ich habe mir jetzt gleich nochmal das bessere Getriebe gekauft. Ja, wie gesagt, das Geile ist halt, du hast halt mit Mods total die Freiheit, ne? Du kannst das wirklich so fotorealistisch gestalten, wie du willst. Da gibt es so viele Sachen. Es gibt Mods für San Andreas, da kannst du das fast so krass aussehen lassen wie die 5. Aber dann macht dein PC aber auch richtig die Knie schon, ne? Auf der A9, ach ja.
So, ich bleib mal noch ein bisschen hier, noch ein paar Minuten hier. Guckst du euch Gucken, an? mal gucken, ob Loro. Nee, ob, ich weiß nicht. Ich wollte eigentlich gucken, ob du den direkt neben mir einparkst. In der Werkstatt. Ja, wenn ich jetzt in den Akron gehe, dann wird es auch noch eine Stunde und alles. Ich kenne Ja, ich mich. weiß ja. Wir haben es jetzt. Ja, Die aber ganz Uhrzeit. ehrlich, wäre es jetzt nicht genial zu wissen, ob das Level wirklich so krass erhöht ist? Die neuen Viecher und so. Die neuen Dinos sehen bestimmt Hammer aus. Ich könnte mich damit nicht locken. Außerdem kannst du, außerdem kannst du Kevin mir erzählen. Ich sehe nur eine Schwanzhose von den Vieh, das reicht mir. Was, du siehst Und Schwänze von den Viechern? was, du siehst Schwänze, gehen ins Bett. Nein. Und Ich welche sehe nur die Vieh? Schwanzflosse, keine Ahnung. Ach so. So, also muss ich hier speichern? Besser, wa? Ja, mach vor, jetzt haben wir mal. Mein Tempomat ist da. Doch jetzt, falsche Taste. Also ich bin genau in Linz und Dings ausgelockt an der Werkstatt. Am Platz. Wird schon geil finden, wenn wir eine Runde weiterspielen würden. Und Kevin würde mitfahren. No. Muss ich morgen echt aufs Konto gucken, ob ich Kevin nochmal so ein scheiß Spiel kaufen kann? Also wegen übrigens. Nee, hat sich erledigt, ich hab keinen Blitzer gekriegt. Ach nee, war kein Blitzer, war bloß Dings abzahlen, Kredit abzahlen. Megalodon, 82 Dingens, oder was ist denn hier los? Oder was Gescheites machst du, so ein Fieber zähmst. Den Themen Patrick, immer. danke, vielen Dank für deinen Follow. Warum kommt hier keine Musik? Ach Ich jetzt. sehe ihn von Weitem, also ich komme da nicht ran. Aber der Kacken bist. Die Es ist Musik dumm, hängt du irgendwas. Arsch. Aber vielen Dank für deinen Follow. Vielen Dank. Ich komme jetzt mal noch 5 Minuten in Steug, wie Akron. bildest du Ich will die? jetzt mal, ich will jetzt mal so ein 4 sehen. Die Frage ist, wie weit schon drin schwimmen die Sonne. Ah, oh, ich liebe das Lied. Nehme ich nein. Hörst du es dasselbe, weil ich die Musikrichtung nur selten. Schnupfen neu. Ach so. Krass, fahre ich Ewigkeiten durch die Pampa und dann irgendwann doch eine Strecke zu erreichen, wo ich schon gewesen bin. Mich so gefreut bei euch, ne? Jetzt Level 50, habe ich gesagt, bloß noch 15 Level, dann habe ich Max. Toll. Wieder Da haben erhöht. sie aber von Anfang an gesagt, dass Assis. das Level 70, glaube ich, Max Level wird. Ja, warte mal, da Ja, kommen da wird bestimmt das immer noch Risiko ist mehr. dieses Steuern, ne? Sauerstoff. Wo bin ich denn hier? Uhr, nach Erfurt müsste ich da lang. Ich will aber nicht nach Erfurt. Nach Berlin. Hier kommt es nach Berlin und Hannover. Berlin hätte ich an der Fahrt gehabt. Jetzt treffen wir uns Das in Linz. Ja, ich ist fahre nach ein Genuss, Alter. Linz ist da Relax, ich bin unten. Also, jetzt fahre ich erstmal nach hier. Berlin, dann muss ich mich Richtung Dresden halten. Was hast du vor Genuss, Kevin? Ohne Lex zu spielen. Hier kaufst du mir das Spiel, freue ich mich. Ne, wir müssen Kevin, müssen wir ein wenig Wie mitziehen. sehen der, Kevin wie, spielt wie fest. sehen der SPS aus? Was bei Formix, bei Truck Simulator? Ah, Kann man ja, schlecht mal. sagen. B100. Berlin, Leipzig, gleich rechts. Mal gucken, wenn alles gut läuft, werde ich morgen auch mitstreamen. Ich habe ja heute Mittag eigentlich schon gestreamt. Boah, apropos Stream. Jetzt kannst du ja einfolgen, das geht so. Was, wir hast heute Nachmittag gestreamt? Ja, ich musste Kumpel mal, der wollte unbedingt mal bei Klickers sehen. Muss noch habe ich hier meinen Internetprovider angeschrieben, ne? Die haben momentan ein Angebot drin. Hier von wegen das 120.000.